Hallo meine Freunde und herzlichst willkommen. Ich wünsche euch einen ramontischen Abend. Ich freue mich, dass ihr am Start seid und die Patch Notes 8.4 sind jetzt tatsächlich draußen. Die kommen morgen quasi, morgen früh sind die ganzen dann auf den Live-Server drauf. Dieser Patch ist übelst krass groß und da sind richtig, richtig viele Änderungen. Deswegen müssen wir jetzt auch direkt anfangen, damit wir da auch zeitig durchkommen. Zunächst haben wir natürlich die AP-Items. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Das Video, wenn es euch interessiert, ist unten in der Beschreibung. Ja, einfach mal abchecken. Die interessanten Sachen hierbei sind eigentlich, gibt es was Interessantes? Ja, Liandios Torment wurde jetzt so geändert, dass er nur noch 1% Maximum Life Damage macht. Vorher waren es 2% und das hat sogar ein Shogat auf Full Life gekillt. Das war ein bisschen OP. 1% Maximum Life Damage ist aber ziemlich cool, muss man sagen. Und das Spellbinder Orb, also das neue Item, wurde auch etwas geändert. Und zwar wurde das Movement Speed, was man bekommt, von 50% auf 30%, also maximales, was man bekommt, reduziert. Dafür aber die AP auf 100 erhöht. Ja, finde ich auch absolut gut, weil 50 AP war wirklich ein bisschen wenig vorher. Jetzt haben wir einen relativ saftigen Wert mit 100 AP, ist definitiv nicht verkehrt. Ja, kommen wir direkt zu den Champions, und zwar mit Darius. Ja, ich weiß, jeder hasst Darius, aber dennoch muss man sagen, ist Darius aktuell nicht so ultra krass. Wobei ich euch trotzdem immer und immer empfehlen würde, Darius zu spielen. Das ist einfach ein sehr, sehr solider Champion, um Low-Elo-Spieler, um schlechte Spieler zu zerstören und um hoch zu ranken, vor allem wenn er jetzt gebufft wird, ja. Das heißt, seine W ist erstmal so, dass sie jetzt öfter einsetzbar ist, ja. So, das heißt, er hat weniger Cooldown, macht mehr Damage bzw. skaliert besser und bei seiner E könnte man ja sagen, ist ein One-Point-Wonder, ja. Das heißt, ihr packt einen Punkt da rein, ihr kriegt jetzt 10% Armor-Penetration und natürlich den Effekt der E und später sind sogar 30%. Also, die Darius-Buffs sind auf jeden Fall ziemlich cool, ne. Ich weiß, niemand mag Darius, aber, ne. Ja, wen die meisten wahrscheinlich auch nicht mögen, ist Gangplank. Ich sag mal so, im Early Game geht's noch, aber Gangplank ist aktuell sehr, sehr dominant. Einer der overall besten Top-Laner aktuell. Und deswegen kriegt seine Q jetzt super viel Mana-Kosten dazu. Ja, das heißt, auf Stufe 1 20 Mana mehr dazu. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja, das heißt, der Gangplank kann jetzt nicht mal permanent euch das Ding an den Kopf ballern und mit Kleptomanie das hochstecken. Und auch so zum Farmen ist es halt nicht mehr permanent nutzbar. Ne? Also, das ist schon wirklich, wirklich krass. Hier noch eine kleine Änderung bei der E. Das heißt, die geben jetzt nur noch Vision von sich selbst. Ja, vorher haben sie wahrscheinlich, ich spiele ja kein Gangplank, viel Vision gegeben, man konnte ordentlich was sehen. Jetzt ist es wahrscheinlich so ähnlich wie bei Teemo, dass sie wirklich nur sich selbst die Vision geben. Und sie halten jetzt auch nur noch 25 Sekunden. Ich denke, dass sie nicht mehr so lange halten, ist jetzt, also es klingt krass, ne? Aber ich denke, das ist nicht so wild, das ist wirklich nur für die Ward Barrels, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, bei Nah ist es so, man möchte die Nahspieler nerven, die sehr, sehr safe stehen und die ganze Zeit hinten und ihr Q und Auto-Hits und Q und Auto-Hits, ja, diese Safe-Banausen, die sollen hier etwas, ja, genervt werden, ne? Das heißt, die Q, also eigentlich ist es die Ultimate, ja, die Ultimate hat, wenn ihr da Punkte rein investiert, dann reduziert das den Cooldown eurer Q, wenn ihr die einfangt, ja. Das heißt, vorher war es sogar 60% auf Stufe 3 Ultimate, jetzt ist es 40% auf jeder Stufe, das heißt, harter Nerf hier an dieser Stelle, aber, also was heißt hart, aber schon, ne, saftig. Dafür ist es aber so, dass die Spieler, die wirklich aggressiv mit Kog'Maw, mit Nah spielen und richtig hart reingehen, die kriegen hier ordentlich mehr Schaden. Das heißt, gerade auf Stufe 1, ja, diesen Spell macht man ja meistens erstmal nur auf Stufe 1, haben wir jetzt 30 mehr Damage. Das ist schon im Early Game eigentlich ziemlich cool, ja, 30 Damage ist nicht wenig, ne. Ornn, was ist das Problem an Ornn? Ornn ist ein Tank, ein duellierender Tank, ein besonders stark duellierender Tank. Was haben, also ich meine generell sind Tanks ja relativ gut zum Duellieren. Die größte Schwäche, die diese aber haben, sowas wie Maokai und Nautilus und was weiß ich, sie haben hohe Cooldowns. Das heißt, wenn du einmal mit Nautilus deine Wehren hast, dann hat die 18 Sekunden Cooldown und du hast zum Beispiel mit einer Riven ein gutes Potenzial, den outzuplayen. Ja, sobald sein W weg ist, kann er sich nicht mehr wehren. Und das sollte bei Ornn eigentlich auch so sein, ist es aber nicht, denn der kann seine W permanent spammen, ja. Das hat einen Cooldown von nichts. Und deswegen sagt man sich jetzt, hey, das Ding hat am Anfang wirklich einen hohen Cooldown, 17, 15, 13. Man hat also Zeitfenster, in denen man gegen Ornn spielen kann. Dafür wird ebenfalls noch der Schaden reduziert, aber die Schild-Duration etwas erhöht, ja. Das heißt, ja, Schild ist ein bisschen länger da, auch Brittle-Duration wird etwas reduziert. Also um die Hälfte kann man sagen. Searing Charge kriegt auch einige interessante Änderungen. Und zwar kann dieser Effekt bisher zweimal treffen. Das heißt, so wie bei Kane, während ihr durch den Gegner durchcharged und die Explosion dann. Ja, das heißt vorher zum Beispiel 110 durch den Charge und nochmal 210 durch die Explosion. Geht jetzt nicht mehr. Also es waren vorher 320 Schaden. Jetzt kann nur noch eine Quelle treffen. Dafür macht der Charge jetzt super krass viel mehr Schaden. Aber wie gesagt, es kann maximal entweder der Charge oder die Explosion treffen und damit haben wir eine Maximal-Damage von 260. Das Ganze skaliert jetzt auch etwas schlechter, muss man sagen. Das heißt, der Charge ist etwas besser geworden, aber die Explosion etwas schlechter. Ja, ich fände es eigentlich cool, wenn die Explosion insgesamt ein bisschen krasser wäre, aber
Gut, wollen wir es mal so lassen. Poppy. Ja, Poppy ist im Moment auch nicht ultra krass mit am Start. Er hat irgendwo so 48-49% Winrate. Das komische Brötchen, also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, Leute. Das sieht aus wie ein Laugenbrötchen. Das ist ein Laugenbrötchen, was Poppy auf die Gegner wirft, ja. Irgendwann kommt noch der Bäcker-Poppy-Skin, so mit so einer schönen weißen Mütze. Ich sag's euch schon mal. Ja, auf jeden Fall macht das Ding im Early Game mehr Schaden. Heroic Charge klingt jetzt immer, ne? 5 Damage zusätzlich, ist jetzt nicht so krass. Allerdings könnt ihr natürlich Gegner an die Wand kloppen. Kriegt also nochmal 5 Damage, insgesamt 10 Damage, ne? Also, man kann sie auch mal langsam angehen lassen. Man muss nicht immer sofort übertreiben. Hier 50 Damage, zack, der Champion ist OP, wird wieder gebannt, könnt ihr nichts mit anfangen. Rennington. Bei Rennington muss ich sagen, die Änderungen gefallen mir nicht so ultra krass. Okay, Rennington ist auch nicht, der hat nicht mal 50% Winrate, aber man sagt hier, man bufft Renningtons Late Game. Ja, das heißt, wir machen im Late Game deutlich mehr Schaden mit der Q. Finde ich, ehrlich gesagt, die falsche Angehensweise. Okay, klar, Renningtons Late Game ist scheiße, dafür ist sein Early Game ultra krass. Du kannst entweder das eine buffen oder das andere schwächen. Oder wie auch immer. Aber ich hätte gesagt, man macht das Early Game seine Stärke noch ein bisschen krasser, ja. Das heißt, dass er wirklich da, wo er gut ist, noch besser ist, ja. Dass er klare Stärken hat. Ja? Im Late Game ist Rennington, das wird ihnen auf jeden Fall helfen, aber es ist trotzdem scheiße, ne. Frozen Mallet für Rain Champions nur noch 20%. Das ist super wenig, aber ist mir letztens aufgefallen. Ich habe das mal mit Vayne gespielt, irgendwie in so einem Troll-Game letztens vor ein paar Monaten. Und der Slow, der war wirklich krank. Die Gegner können sich gar nicht bewegen. Und du bist gleichzeitig tanky, machst viel Schaden und das ist schon sehr, 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 sehr eklig. So, wir hatten jetzt schon einige Champions und jetzt, meine Freunde, kommen wir zu den Champions. Und zwar zu Evelynn. Ja, Evelynn, ja, wird immer wieder ein bisschen gebufft. Nichts Interessantes, also mehr Schaden auf der E ist auf jeden Fall cool. Interessant ist es allerdings bei Fiddlesticks. Fiddlesticks soll raus aus der Mitte, ja, Mittelsticks gibt's nichts mehr, Mozzarella-Sticks, Fiddlesticks und was weiß ich alle, das gibt's immer noch. Und zwar ist nämlich das Ding jetzt, hat weniger Cooldown, ist auf jeden Fall cool für den Jungle, macht jetzt 100% Schaden an Monstern. Das heißt, ihr werft die Taube, die Möwe, die Krähe, den Vogel, den Papagei in die Camps rein und die werden einfach komplett ausgelöscht. Das ist wirklich stark. Allerdings macht es keinen Bonus-Damage mehr an Minions und damit kann man Middlesticks wahrscheinlich komplett vergessen. Ja, die Ultimate hat auch weniger Cooldown, vor allem im Late-Game 15 Sekunden. Ist schon echt krass und finde ich auch absolut fair, weil, also im Early-Game 10 Sekunden ist auch super geil. Ich glaube sogar geiler als die im Late-Game, aber ja, im Late-Game hast du die Ult meistens eh ready, sobald der Teamfight anfängt. Ja, du bist ja die Hälfte der Ult-Zeit, bist ja tot, 60-50 Sekunden. Aber, nun gut. Kalista. Ja, Kalista ist auch ein interessantes Kind, ne? Und zwar, ja, Attack Range wird nicht ganz so krass genervt wie gedacht. Es war erst die Rede von 500. 500 ist super krass wenig. 525, ja, ne? Kann man auf jeden Fall mitleben. Bei ihr ist es interessant und zwar wird sie ein bisschen umgetrimmt. Das heißt, sie hat weniger Base AD, hat aber jetzt mehr Attack Speed dazu. Das heißt, sie kriegt pro Stufe 1% mehr. Das heißt, sie hat im Endeffekt 17% mehr. Das ist mal cool. Dafür fällt aber das Attack Speed von ihrer W weg. Ja, das heißt, wenn dein Kumpane, ne, dein Oathworn, dein Geschworener oder was weiß ich das ist, ne, wenn er in deiner Nähe ist, hast du ja zusätzlich Attack Speed bekommen, das ist weg. Dafür kriegst du jetzt pro Level mehr dazu, also 17%, und bekommst einen Bonus Attack Damage Wert. Das heißt, wenn dein Mate da ist, bekommst du mehr AD. Ist ziemlich, ja, ist auch nett, ne? Ist leichter zum Last-Hitten. Natürlich muss man überlegen, wird insgesamt sehr schwierig sein. Oder was heißt schwierig? Attack Speed ist natürlich, also ADs, die meisten Kalista spielen alle auf Attack Speed, ja. Und ich kenne mich mit Kalista auch absolut gar nicht aus. Aber ich weiß, dass alle ihre Sachen auch mit AD skalieren. Und ich denke, dass es gar nicht so bad ist, Bonus Attack Damage zu haben. Aber mit der Attack Speed kannst du natürlich schneller durch die Gegend springen, mehr Stacks draufbauen, ne. Jetzt machen die Stacks halt mehr Schaden. Das Last Hitten wird ein bisschen leichter. Aber ich denke, dass man gerade hier mit Kalistas Mobility einschränken will und wird, ja. Das heißt, weniger Attack Speed. Im Late Game hast du es zwar wieder mehr oder weniger, aber das heißt, im Early Game kannst du da nicht so ultra viel mit anfangen. Wobei auf der Lane finde ich, glaube ich, Attack Damage fast schon besser. Also zumindest, wenn du immer nur so kleine Poke-Trades machst. Ja. Aber gut, ich bin kein Kalista-Main. Lassen wir das. Bei der E geht es weiter und zwar kostet das jetzt pro Rent, beziehungsweise kriegt man nur noch 10 Mana wieder, wenn man einen Minion killt. Ist cool. Ja, vorher hat es 30, es kostet 30 Mana und du hast 30 Mana wiederbekommen. Du kannst die ganze Zeit zack, peng, zack, peng, zack, peng, zack, peng. Du kriegst einfach komplett das Mana immer wieder. Ja, so ist es ein bisschen, ne, muss man sich ein bisschen zusammenreißen. Ja, Kog'Maw. Kog'Maw, Kog'Maw, Kog'Maw. Was soll ich zu Kog'Maw sagen? Ich hasse Kog'Maw. Ich hasse ihn komplett. Winrate technisch, er war bei 54% noch davor. Wurde genervt, ist auf 49,8, also 50% runtergegangen. Was eigentlich okay ist, finde ich. Und wird jetzt trotzdem mal wieder gebufft. Das heißt, er wird auf 51-52% wieder hochgehen. Ja, im Late Game 6% jetzt. Target Max Damage. Ich weiß nicht, ob man.
Also ich hasse Kog'Maw wirklich sehr, ja. Also es ist ja, wäre es ein Champion, mit dem du mechanisch richtig krass bist und dann harte Plays machst, okay. Aber Kog'Maw ist im Late Game einfach nur noch W drücken und dein Team macht draufhalten und beten, ja. Lulu Ulti, Zilean Ulti, Orianna E, was weiß ich, alles auf den Kog'Maw drauf und ja. Rengar. Ich hasse Rengar, genauso wie Kog'Maw, ne? Kennt ihr, wisst ihr, und hier werde ich mir wahrscheinlich wieder, wie immer, viele Feinde machen. Tobi, Rengar ist gar nicht so scheiße. Also, was wird mit Rengar gemacht? Er wird ungefähr so reverted, wie er vorher war, ganz grob. Er hatte so eine Mischung aus beiden Rengars. Ja? Das heißt, er hat eine geilere Passive als vorher, muss man definitiv sagen, zumindest mit seiner Halskette, meine ich jetzt. Außerdem kriegt er seine alte Q wieder, ja? Das heißt, er kann die richtig böllern, synergiert schöner, ist nicht mehr ganz so clunky, ist auf jeden Fall cool. Was allerdings auch richtig kacke ist, ist, dass die Vision Range jetzt reduziert wird. Das heißt, wann wird ein Gegner dich sehen? 1600 Range. 1600 Range ist gar nichts. Vor allem, wenn wir uns überlegen, Rengar kriegt zusätzliches Movement Speed, 60%, ja. Er baut sowieso, ab und zu baut er Mobility Boots, ab und zu baut, also meistens Yomus sowieso. Na, Yomus gibt nicht nur durch den Active, auch so generell viel Movement Speed, hier und da vielleicht noch. Keine Ahnung, Trinity wird irgendwo angemerkt. Und holy shit, ich muss hierzu sagen, Rengar, warum wurde Rengar reworked? Weil er scheiße war. Nicht, weil er scheiße war, sondern weil er scheiße toxisch war. Er war einfach nicht schön fürs Spiel. Er hat nicht ins Spiel gepasst, weil du einfach permanent gewone-shottet wurdest. Vielleicht kennt ihr diese Zeit, ja? Jeder hat sich über Rengar beschwert. Rengar war einfach eine scheiß Champion, ja? Nicht, weil er schwach war. Und jetzt macht man es wieder zum alten Rengar zurück. Er wurde damals reworked, weil er scheiße war. Und jetzt revertet man es wieder zurück, so dass er wieder scheiße ist. Also fürs Spiel. Das heißt, auf Dauer wird er wieder gereworked werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Weil dieser Champion, ich glaube, ich werde da einfach ein Video mal zu machen, wird wieder komplett toxisch werden. Ich muss aber positiverweise anmerken, dass wenigstens sein Crit aus seiner Ultimate rausgenommen wird. Der war nämlich schon einer der Hauptprobleme. Und da sitzt ein bisschen Hoffnung drin, dass es vielleicht dadurch nicht mehr ganz so toxisch wird. Da der Crit ist wirklich scheiße gewesen. Aber, ja. Schauen wir uns das später mal an, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich mal ein Video zu machen und da gucken wir mal, wie das so funktioniert. Shyvana ist aktuell super krass mit Press, die Attack, ja, PTA, macht super viel Damage, deswegen wird ihre Q jetzt übel krass reduziert, jetzt 80% nur noch, 20%, also der zweite Hit von der Q, ja, also deutlich weniger Schaden. Swain, sehr gemischte Meinung, viele sagen, oder einige sagen, oder ein paar sagen, er ist scheiße, ich finde ihn übel krass, Maxim findet ihn übel krass, der oder andere findet ihn auch übel krass. Seine W, muss ich aber echt sagen, hat Todes die Mana kosten. Ja, 90 Mana für Super kannst du fast gar nicht treffen und relativ, ja, ne? Also deutlich weniger Mana kosten, oder also schon, ne? Finde ich in Ordnung. Und bei seiner E ist erstmal ganz cool, es saugt mehr AP aus. Und solltest du mit deiner Ultimate sterben, dann wird der Cooldown der Ultimate komplett reduziert. Das heißt, du stirbst, du belebst dich wieder und hast sofort die Ultimate ready und 5 Stacks. Super geil. Einfach geil, Leute. Das ist einfach richtig geil. Ja, außerdem könnt ihr jetzt die Ultimate etwas früher aktivieren, beziehungsweise die Nova 25 AP früher. Finde ich auf jeden Fall cool. Talon. Ich muss sagen, ich freue mich, dass es nur das ist. Ja, vielleicht werden einige von euch enttäuscht sein. Das waren nämlich richtig krasse Änderungen. Er verliert etwas Armor. Ist natürlich tragisch. Gerade im Z-Matchup, aber ich denke, das Z-Matchup ist immer noch relativ einfach, aber wird es ein bisschen kniffliger machen. Aber ihr kriegt 7 Magieresistenz dazu und das ist absolut worth. Ja, wie oft spielt ihr gegen Z und meistens ist es echt ein Free-Matchup. 7 Magieresistenz finde ich echt cool. Ist ein schöner Nerf, ist echt, also der ist wirklich, wirklich gut. Man muss jetzt natürlich sagen, wäre er härter gebufft worden, dann würden wahrscheinlich alle ihn spielen und dann wäre es wahrscheinlich echt kacke und deswegen bin ich damit zufrieden, das ist in Ordnung, ne? Man muss nicht mal übertreiben. Tristana kann sich zu gut verteidigen, das heißt, sie verliert etwas davon, beziehungsweise ihre Ult kriegt mehr Cooldown. Ja, Twitch, übrigens auch ein Champion, den ich zum einen super geil finde, weil er ein Assassinen-AD-Carry ist. Ja, das ist einfach Assassinen mag ich. Dieses Sneaky, das ist super cool. Aber zum anderen muss man sagen auch, ich hasse Twitch. Ich hasse Twitch. Ja, er taucht hinter dir auf im Late Game und so. Also du musst schon in der Champion Selection die richtigen Champs picken, ja? Point and Click, CC, sowas wie eine Vi-Ult, eine Nautilus-Ult. Nautilus habe ich seit 3 Jahren nicht mehr gesehen in Game, fällt mir gerade ein. Ihr? Auf jeden Fall, sowas brauchst du, sonst hast du gegen den Late Game bist du einfach RIP, ne? Vor allem diese ganze Kale-Twitch, Lulu-Twitch-Scheiße, die nervt mich richtig krass. Ja, auf jeden Fall wird er ziemlich genervt, das heißt, also was heißt ziemlich, aber ja, das sieht ja das mal krass aus, als es ist. Es ist schon heftig, aber es ist der Damage, das heißt, ihr macht ja immer einen Grunddamage mit der E, das sind jetzt 40 und dann den Stack Damage, ja. Also, das ist nicht dieser stackbare Damage hier, sondern einfach der Grunddamage, 40, bam, ne, 40 weniger Damage im Late Game.
Ja, Volibear ist ein bisschen nicht ganz so gemacht worden, wie ich es cool gefunden hätte. Also relativ gleich geblieben, aber mit der Queue. Ja, vorher war es so, dass es per Level skaliert, ja, pro Champion-Level. Jetzt skaliert es quasi mit deinem eigenen Level immer noch. Was bei Volibear insgesamt relativ cool ist auf jeden Fall, ist bei seiner E. Ja, das heißt, wenn du einen Gegner hochwirfst und dann die E machst, dann kriegt er zusätzlich Schaden. Das sind 120 Damage plus 0,3 AP. Das ist ziemlich cool. Beziehungsweise generell Gegner, die in der Luft sind oder am Dashen sind. Ja, das heißt, ihr könnt es auch bei, keine Ahnung, na ja, so Ulti, wenn er da gerade welche hochschnetzelt, könnt ihr da auch ein E reinmachen. Ist relativ cool, muss man auf jeden Fall sagen. Volibear ist im Moment auch nicht so besonders geil. Deswegen sind die Änderungen auf jeden Fall nett. Ne? Mehr Movement Speed auf der Q. Kommt da besser an den Gegner ran. Und die W, ja, ne, das sind, ja, gegen Minions kann er das jetzt öfter einsetzen. Das heißt, Volibear auf der Top Lane ist ein bisschen gebufft worden. Xin Zhao. Xin Zhao ist super krass stark gerade, muss man sagen. Also der Champ ist echt krank. Und bei ihm, er ist auch mit Press the Attack, also es wird sehr, sehr oft hier PTA, Press the Attack erwähnt, super krass stark auf ihm, deswegen wird er genervt. Sein Total Attack Damage Scaling mit seiner Passive wird hart reduziert, muss man sagen, also richtig hart. Im Early Game fast noch gleich, ja, das ist auch seine Stärke, also seine allerstärkste Phase, aber im Late Game 80% auf 45% und es ist ja Total Attack Damage. Wäre es jetzt Bonus Attack Damage, wäre es gar nicht so schlimm, weil die meisten eh keinen, gar nicht so viel AD bauen, sondern eher so Trinity und so ein Zeugs, aber das ist schon echt krass, muss man sagen. Das ist echt ein harter Nerf. Also, holy shit. Zed kriegt etwas weniger Cooldown auf seiner Ultimate. Das ist auch nett, muss man sagen. Im Late Game hast du die eigentlich eh immer ready. Also, es ist jetzt kein extrem krasser Buff, muss ich sagen. Aber weniger ist immer weniger. Was super interessant ist und wo ich mich drauf freue, ist Zoe. Ich hatte das letzte Mal ein Stream-Game, dass ich gegen Zoe gespielt habe und ich habe komplett, war ich todestoxisch. Ich bin auf die Lane teleportiert, ich wurde instant eingeschleift, ich habe eine Q-Up gekriegt, ich habe 60% Life verloren, somit Level 7, 8. Ja, habe dann direkt das nächste E eingesammelt und Q und ich war innerhalb von 20 Sekunden auf der Lane tot. Ja, das hat mich in zwei Kombos. Ja, und das, was, ich meine, es gibt viele, die diese Kombo hassen. Ne? Und ich finde, das ist richtig gut gelöst worden. Richtig gut gelöst worden. Das heißt, sie kriegt erstmal mehr HP, mehr Base Attack Damage. Ihre Q, fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Ihre Q hat nur noch die Hälfte Scaling und verliert super viel Base Damage. 60 Base Damage. Richtig krasser Damage auf der Q. Super geil. Außerdem macht es jetzt nicht mehr den Pass. Die Passive hat es vorher auch auf die Gegner, die es dahinter getroffen hat, drauf gemacht. Jetzt nicht mehr. Da ist nur eine kleine Notiz dabei. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, krasser Q-Damage-Nerf, GG. Aber sie kriegt ihren Damage, wenn nicht sogar noch mehr, auf andere Spells. Das heißt, ihre Passive macht jetzt mehr Schaden, hat bessere Scalings, macht mehr Schaden, gerade im Midgame. Und ihre W kriegt super viel mehr Scaling. Ja, 0,2 AP-Scaling mehr drauf. Das heißt, insgesamt hat sie mehr Scaling als vorher. Und mehr Movement Speed kriegt sie. Also gerade im Early Game. Kann jetzt eigentlich kein Teleport mehr droppen. Finde ich aber auch nur fair. Ne? Ist auch echt nur fair. Ein Teleport droppen, das ist echt GG. Das heißt. Ja, so bei der E noch, ja, die konnte ja Cooldown wiederbekommen, wenn man Champion eingeschleift hat, ist jetzt auch weg. Jetzt muss man natürlich sagen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Zoes, die einfach nur komplett Braindead ihre EQ-Kombo machen, weniger Damage machen als vorher. Sie werden nicht mehr so krass Spam Nuklear One-Shot-Kombos machen. Kombos, EQ-Kombos. Das heißt, um aus Zoe den gleichen Schaden rauszuholen, musst du vor allem, das machen nämlich gar nicht alle, jetzt mit deinen Outits arbeiten und im Optimalfall auch deiner W. Das heißt, mindestens ein Auto zum reinbringen. Wenn du deine W-Mint auch reinbringst, hast du mehr Damage als vorher. Natürlich, es ist unlogisch, in den meisten Fällen machst du einfach nur EQ. Wenigstens EQ-Outwit soll jetzt die Kombo sein. Und das finde ich echt gut, ja, dass du wenigstens die Autos mit reinbringen musst noch. Also sind echt coole Änderungen. Ich denke aber, dass Zoe dann. Also, ne, das hier ist echt schwer zu aktivieren oft, muss man ehrlich sagen. Also, ich glaube, dass es Zoe echt hart zerstören wird. Meine Meinung. Auch wenn ich diese Änderung echt gut finde. Muss ich einfach sagen. Extra Damage to Minions. Hier weiß ich nicht, was Riot in den Kopf gekommen ist. Ja, das heißt, wo die Runen geändert worden sind, hat Riot gesagt, okay, jeder Champion macht 5 Bonus Damage an Minions. Ja, damit es ein bisschen leichter ist, weil vorher gab es auch Runen, die das geboostet haben, etc. Und grundsätzlich, also das wird jetzt entfernt. Ja, weil Riot hat gesagt, ja, hey, wir geben allen, um da besser klarzukommen, aber die haben gemerkt, das brauchen die gar nicht. Und jetzt frage ich mich, what? Weil ich habe gerade ein Ranked-Game hinter mir. Ich habe Zilean gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr Zilean mal in der Midlane gespielt habt und CS. Aber das CS ist eine komplette Katastrophe mit Zilean. Also wirklich eine Katastrophe. Und die gegnerische Ahri hatte 40, 50 CS. Oder ne, der lustigste Moment war, wo sie so. Sie hatte 24 CS. Ich guck's, also auf Tab. Ich guck so, ich hatte 12. Ich denke mir so, was habe ich denn gemacht? Ja, und keine Ahnung, wo sie 80 hatte, hatte ich
50, ja. Ich, klar, okay, das muss man lernen, aber sie ist auch echt eine Katastrophe. Mit allen anderen Chaps ist okay. Also, ja, halb. Ja, Nomaden-Ding gibt ein bisschen Movement Speed dazu. Targons Embrace gibt weniger AP. Tracker's Knife wird rausgenommen, weil es, finde ich cool, weil es in der LCS zu viel Vision gibt. Zu viel Vision bedeutet, alles ist safe, keine aggressiven Plays. Andersherum gesagt, weniger Vision, mehr Unberechenbarkeit, mehr Aggressivität, mehr geile Plays. Also cooler für uns zum Zuschauen, auch wenn ich es gar nicht gucke. Ja, ansonsten, Wits End wird etwas geändert. Range Champions bekommen jetzt nur noch die Hälfte an dem R, dafür macht das Ding etwas mehr Damage. Beziehungsweise, also On-Hit Damage kostet weniger Geld, wurde also gebufft, soll vor allem für Nahkämpfer besser werden, ja. Das heißt, für Varus hier so ein bisschen nerft, der ist ja auch krass, ne, Varus Kog'Maw, also gerade was die MR zumindest angeht. Precision kriegt eine coole Änderung, und zwar gibt es jetzt nicht mehr nur Attack Speed, sondern Attack Speed und AP oder AD. Ja, ist cool, denn es gibt Champions, die wollen den gelben Baum haben, aber die wollen gar keinen Attack Speed. Ja, solche Champions gibt es tatsächlich. Mir fällt gerade keiner instant ein, vielleicht sowas wie Darius, ja. Darius will, Attack Speed ist okay, aber eigentlich will der AD haben, ne. Und für solche Champs ist das ziemlich cool. Ansonsten, Press the Attack, was ich nicht verstehe, so ganz. Die ganze Zeit, wie gesagt, dieser Champ ist krass auf Press the Attack, dieser, ich habe es ja 100 Mal gesagt, und jetzt sagen sie, ja, es gefällt dir noch nicht, wir wollen schon stärker machen. Ja, das heißt, es macht im Late Game jetzt deutlich mehr Damage, aber es skaliert dieser Damage Amplifier, das heißt, Bonus Damage wird reduziert von 4 auf 12%. Das macht man deswegen, damit es auf der Botlane nicht vom Supporter mitgenommen wird, ja, und direkt krass, bam, 12%. Ja, also, Press the Attack, jetzt auf einigen Bruisern soll es vor allem mehr reingebracht werden, auf die Toplane etc. Resolve, ja, Resolve wird auch etwas geändert. Unflinching, Unflinching ist die Rune, die benutzt so gut wie keiner. Ich glaube, ich benutze sie auf Rammus und Skarner, aber das ist die Rune, wenn ihr reinflasht, dass ihr Tenacity bekommt und, also wenn ihr einen Summoner-Spell benutzt, irgendwie sowas, ja. Ist super uninteressant, das Ding. Wird ersetzt durch Boneplating. Boneplating ist super interessant, und zwar, wenn ihr Damage bekommt, dann bekommt ihr für die nächsten 3 Spells oder Auto-Attacks 20 bis 50 weniger Damage. Ja, das Ganze hält 5 Sekunden, hat 45 Sekunden Cooldown. Ist eine extrem krasse Rune für Champions, die ins Late-Game reinskalieren wollen, die safe spielen wollen. Das heißt, nehmt ihr das mit auf Nasus und der Gegner schon nah pokt euch oder Teemo oder was weiß ich, dann bekommt ihr deutlich weniger Damage durch den. Ist extrem krass, finde ich auch extrem nicht gut, muss ich sagen, weil dadurch dieses safe Spielen mehr gefördert wird, und ich finde das nicht so schön. Ich finde, wenn Leute aggressiv spielen, dann sollten die auch für aggressives Spielen belohnt werden. Das ist meine Meinung, ja, und nicht einfach die ganze Zeit in der Mitte mit Kassadin Boneblading und dann die ganze Zeit da rumchillen und nicht sterben, ne? Zum Kotzen. Aber man muss sagen, man hat viel Counterplay dagegen. Das heißt, 45 Sekunden Cooldown, du machst ein Auto drauf und das Ding ist auf Cooldown für 45 Sekunden. Du hast also du wartest 5 Sekunden, dann ist auf Cooldown und dann machst du Damage, ja. Eben ein Auto drauf. Kann man also gerade als Fernkämpfer gut gegen spielen, also in der Mitte nicht so useful. Auf der Toplane muss man halt gucken, dass man es irgendwie ausgelöst kriegt. Ja, die Rune Unflinching ist aber nicht komplett weg. Die wird nämlich hier unten in diese dritte Speile mit reingepackt. Also ich kombiniere mal 2 Wörter auf einmal, Alter. Ja, und dafür wird Second Wind, ja, das heißt, dass ihr nach Damage euch heilt, in die zweite reingepackt. Ja, ist so. Inspiration ist übel krass, und zwar Pot-Dauer wurde reduziert, also das ist jetzt nicht mehr. Also, dass ihr länger Pots habt, wurde rausgenommen. Stopwatch, 10 Minuten, holy shit, ich glaube, das Ding ist RIP. Ja, ich muss sagen, 6 Minuten ist zu wenig, 8 Minuten wären es gewesen, 10 Minuten ist echt zu viel. Also das Ding wird kein Schwein mehr mitnehmen, kein Schwein, glaube ich. Aber okay, damit ist das Ding erledigt und ich bin ein Freund davon, denn ich hasse diese Spur. Also ich bin ein Freund von den Änderungen. Ja, was haben wir ansonsten? Blast Cone spawnt jetzt deutlich später, damit man nicht so krass Counter-Jungle, nicht so krass safe ist. Crux haben weniger Damage von Fernkämpfer bekommen, wusste ich gar nicht. Baron Buff wird verstärkt, das heißt, er gibt euch jetzt einen stärkeren Effekt, muss man einfach sagen. Außerdem ist es jetzt so, dass Caster Minions, die vom Baron-Effekt, quasi diesem Buff, jetzt nur noch 50% Damage von Champions bekommen. Das ist echt RIP. Also Riot will das Game schneller beenden. Ja? Baron Buff wird jetzt richtig insane stark. Ihr bekommt jetzt 80 AP ab Minute 27. 80 AP, das ist GG. Und Elder Dragon ebenfalls. Er spawnt jetzt alle 8 Minuten. Und nach dem ersten Elder Dragon ist der nächste deutlich stärker. Das heißt, der erste Elder hält 150 Sekunden, der zweite hält 300 Sekunden. Und der Buff ist einfach mal dreifach so stark. Also es ist komplett GG. Damit wären wir jetzt durch. Das waren wirklich ultra viele Änderungen. Es tut mir leid, dass es so lang geworden ist. Aber kürzer kriegt man es, glaube ich, echt nicht durch. Ich bin schon wirklich durchgerusht. Ich hoffe, das Ganze war halbwegs informativ für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.